So, weiter geht's mit dem Qualifikationstraining. Heute begrüßen wir Sie aus Deutschland zum Qualifying auf dem berühmten Hockenheimring. In den nächsten Minuten wird die Ampel in der Boxengasse grün und dann geht's los. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. So, da sind wir wieder. Am Start. Mal gucken, was heute drin ist. Vor allem im Trocknen. Also können wir trotzdem im Trockensetter fahren. Das ist gut. So, mal gucken, was kriegen. Und wir gehen auf die schnelle Runde. Und wollen natürlich hier unseren nächsten Pole holen. Die Grundlage schon für morgen zu helfen, es zu schaffen. Leclerc 1:14:0, jetzt ist Zeit. Das hat man immer jetzt nachgesetzt. So far, our fastest lap is a 1:13.4. Gut war es nicht.
Uiei. Ups, ja, das war ein Tick zu früh zurück. Upsi. Das Auto habe ich nicht gesehen. Reicht es nicht für ganz vorne? Also es wird nichts werden. Wird nichts werden mit ganz vorne. We're 14th in the speed trap, 322.2 kilometers per hour. Da müssen wir nochmal was versuchen. Thank you.
reicht nicht. Kannst du knicken. Fuck. Hat er nochmal eine Zeit gefunden. Das war's. Kurz mehr als verzeih wird's nicht. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Hamilton und Valtteri Bottas. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, müssen wir es auf Platz 4 richten. Alles versucht, aber nichts gewonnen. Wirklich. Wir schauen mal, was wir im Rennen kriegen. Bis dann.